Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Heute habe ich mir gedacht, dass ich mal versuche, Korean Make-up auszuprobieren an mir selbst. Und ich sage extra dazu, ausprobieren, weil das Ding ist, ich kann das immer noch nicht richtig. Ich habe das schon ein paar Mal versucht und ich habe mir auch Tutorials dazu angeschaut. Aber es ist einfach so schwer oder ich bin einfach inkompetent, ich weiß es nicht. Und deswegen dachte ich, mache ich heute ein Video mit euch zusammen, weil ich habe das nur ein paar Mal in TikToks ausprobiert und da kann man ja nicht so viel zeigen. Und ich dachte mir, wenn ich euch jetzt zeige, genau was ich genau mache, dann könnt ihr mir vielleicht auch sagen, was ich falsch mache. Man muss dazu sagen, ich weiß auch nicht genau den Unterschied zwischen Doing Make-up und Korean Make-up, aber diese beiden Make-up-Stile sind sich halt relativ ähnlich und immer, wenn ich Korean Make-up im Internet eingebe, dann kommen mir auch richtig viele Leute mit Make-up, wo ich genau weiß, dass es eigentlich Doing Make-up ist. Woran ich so ein bisschen unterscheiden kann, ist einfach nur, dass Korean Make-up sehr viel leichter ist, also es ist sehr viel natürlicher als Doing Make-up, aber sonst ist es beides halt sehr im asiatischen Stil, das heißt, asiatische Leute haben ja meistens andere Augen, andere Gesichtsfarbe, Lippen, Nase, Gesichtsform, was auch immer und dadurch passt sich das Make-up natürlich an. Und wir werden das Ganze jetzt mal ausprobieren, weil ich bin ja halb koreanisch. Zuallererst fangen wir mal mit Skincare an, da verwende ich auch koreanische Produkte. Achso, und ich werde jetzt auch versuchen, bei diesem Korean Make-up-Trend nur koreanische Produkte zu verwenden. Ich hoffe, es funktioniert, weil ich weiß nicht, was ich alles habe. Ich habe gerade so einen Mist von Innisfree verwendet. Das ist mit Grüntee und Hyaluron auf jeden Fall. Ich habe vergessen, wie man es auf Englisch ausspricht. Hyaluronic, glaube ich. Dann haben wir diesen Anua-Toner hier. Der ist ja total bekannt auch zurzeit auf TikTok. Den benutze ich eigentlich immer. Ob der so toll ist, weiß ich nicht. Weil das Ding ist, ich habe zurzeit solche krassen Breakouts. Liegt wahrscheinlich nicht an dem Produkt, aber deswegen kann ich es halt nicht wirklich sagen. Sieht man in der Kamera, wie schlecht meine Haut ist? Ich glaube, wegen dem Weichzeichen. Da sieht man das jetzt nicht genau, weil meine Kamera hat so eine Funktion. So ein Beauty-Filter drauf, deswegen wundert euch nicht. Ich weiß aber auch nicht genau, wie man den ausschaltet. Der ist auch nicht so stark, wie man sehen kann. Man sieht halt trotzdem meine Pickel durch. Toll. Ich habe mir auch Kaffee zur Stärkung gemacht. Als nächstes verwenden wir ein Serum. Das hier ist auch gerade sehr im Trend in Korea. Das ist Centella. Wofür das genau gut ist, weiß ich auch nicht. Ich benutze die Produkte einfach, weil ich weiß, dass die gut sind. Also das Ding ist, ich benutze halt immer Produkte, die im Trend sind. Ob die dann wirklich gut sind, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht aussagen. Meine Haut ist halt immer schlecht, egal was für Produkte ich verwende. Eine Sache, die ich aber richtig gern verwende, sind diese Pads. Die haben mir so krass bei meinen ganzen Breakouts geholfen. Das sind einfach diese dünnen Wattepads. Normalerweise legt man sie aufs Gesicht. Ich zeige euch das mal. Eigentlich legt man die auf so das Gesicht und dann lässt man die einziehen, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür, deswegen verwende ich das jetzt einfach auch als eine Art Toner und gebe mein ganzes Gesicht einmal drüber. Das muss ich kurz trocknen lassen. Und zu allerletzt verwenden wir jetzt diese Creme hier. Das ist eine ganz normale Feuchtigkeitscreme, so sieht sie aus. Ich habe die auch aus Korea. Die ist tatsächlich richtig gut. Also meine Haut fühlt sich danach immer so weich an und da sind auch keine komischen Inhaltsstoffe drin. Und ich glaube, alle Produkte, die ich gerade verwendet habe, haben auch keine Fragrances drin, also kein Parfüm. Zu allererst verwenden wir das hier als Base. Ich weiß, es ist grün und komisch, aber das soll wohl gut sein gegen Rötungen. Deswegen mache ich das ein bisschen auf meine Pickel so drauf, einfach damit sie sich später besser abdecken lassen. Ich habe jetzt überall auf mein Gesicht so Punkte gemacht und das verblende ich dann jetzt einfach. Ey, das bringt wirklich was. Krass. Ich hoffe nur, dass meine Foundation bzw. BB-Cream danach richtig da drauf halten wird, weil ich bin wieder ein bisschen unsicher. Ja, so viel bringt das jetzt auch nicht, aber es nimmt halt einfach ein bisschen die Rötung weg. Das ist schon cool. Als nächstes verwenden wir dieses Produkt hier. Ich finde das so unfassbar cool. Das habe ich auch in Korea gekauft und das hat mir auch die Verkäuferin empfohlen gehabt. Oh. Das ist hier oben ein bisschen dreckig. Das mache ich kurz weg. Hat niemand gesehen, okay? Auf jeden Fall, man macht das auf und dann drückt man hier einfach drauf und dann, oh, kommt da ein Produkt raus. Eigentlich nicht so rausgeschossen. Das nehme ich mir. Und ich weiß, das hat jetzt so eine rosane Farbe, aber wenn man es aufs Gesicht macht, das ändert dann die Farbe. Je mehr man reibt, umso dunkler wird dann die Farbe, soweit ich weiß. Also ihr seht das hier und wir versuchen es jetzt mal. Seht ihr das? Das ist nicht in meine Haut reingegangen, sondern das hat einfach eine andere Farbe eingenommen. Und zwar genau meine Hautfarbe. Und ich finde das so praktisch. Das mache ich so ein bisschen auf mein Gesicht drauf. Das ist eine CC-Creme, das heißt, es hat auch nicht so eine hohe Deckkraft. Aber ich finde, das hat so ein schönes Finish. Auf der anderen Seite versuche ich es auch zu verteilen. Ich verwende dafür jetzt erstmal einfach meine Finger, damit es eine höhere Deckkraft hat. Und auf meiner Stirn machen wir das Ganze genau nochmal. Seht ihr das? Oh mein Gott, ich finde es so satisfying, wie es einfach die Farbe verändert. Ich finde das richtig cool. Vielleicht bin ich auch einfach ein kleines Kind, keine Ahnung. Als nächstes verwenden wir eine Cushion Foundation. Für die Leute, die nicht genau wissen, was das ist, mach es erstmal auf. Und zwar sieht das so aus. Hier ist so ein Schwämmchen drin. Hier ist auch ein Spiegel, was eigentlich relativ praktisch ist für unterwegs. Und dann macht man, aua, immer auf, das hier auf. Und dann ist hier halt die Foundation drin in diesem Kissen. Da drückt man dann rein, dann kommt das Produkt auf das Schwämmchen drauf. Und dann kannst du es gezielt da auftragen, wie du halt möchtest. Ich mach das jetzt einfach nur über mein ganzes Gesicht, weil ich eine dickere Deckkraft brauche. Eigentlich muss man nicht beide Produkte verwenden. Aber ich wollte euch einfach beide Produkte zeigen, weil ich die halt besitze. Ich würde eine Cushion Foundation auch viel, viel besser als eine Foundation, also die aus Deutschland, weil die hat auch ganz viele Skincare-Produkte da drin und dadurch trocknet eure Haut über den Tag nicht ein. Niemand kann euch dann mehr sagen, dass das Make-up nicht gut für die Haut ist, weil wie gesagt, es ist natürlich Skincare, nur dass es halt getönt ist, deswegen. Ich glaube, das nennt man nicht mal Foundation, sondern das ist eigentlich, keine Ahnung, sowas ähnliches wie eine BB-Cream.
nächstes verwende ich einen Concealer, den habe ich auch aus Korea gekauft, nichts Besonderes. Den mache ich jetzt einfach leicht unter meine Augen und halt nochmal an die Stellen bei den Pickeln, die sich immer noch nicht abgedeckt haben. Meine Pickel sehen aber auch echt schlimm aus. Die sind so widerspenstig und dunkel. Ich glaube, ich lasse das auch kurz eintrocknen, damit es eine höhere Deckkraft hat. Aber unter den Augen fange ich schon mal an, das Ganze zu verblenden. Als nächstes verwenden wir ein loses Puder. Das hier habe ich von Innisfree. Das ist auch schon richtig alt eigentlich. Keine Ahnung, ob ich das benutzen sollte. Das muss ich kurz schütteln, damit es rauskommt. Ich klopfe das kurz ab und dann gehe ich damit ganz leicht unter meine Augen. Und ich versuche nicht zu viel Puder auf meinem Gesicht zu verwenden. Wir wollen ja diesen Glass-Skin-Look behalten. Glass-Skin kommt übrigens auch aus Korea. Als nächstes konturieren wir mein Gesicht. Das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Ich verkacke da nämlich irgendwie immer. Da verwende ich einfach das hier. Die Marke heißt Art Class, glaube ich. Warte, wie heißt die? Nee, die heißt Too Cool for School, oder? Hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein sehr bekanntes Produkt in Korea. Das ist also. Und eine Sache, die mir in Korea aufgefallen ist, dass die Produkte richtig schlecht pigmentiert sind. Also im Gegensatz zu amerikanischen Produkten, die man jetzt aus dem Sephora oder Douglas kennt. Und das liegt einfach daran, dass die Koreaner sich, wie gesagt, sehr, sehr viel natürlicher schminken und die wollen dann auch gar nicht so eine hohe Deckkraft haben, damit man es halt besser kontrollieren kann. Und die mögen es auch sehr gerne, Produkte zu schichten. Das heißt, die machen eine Schicht drauf, dann machen sie die zweite und die dritte so, bis es halt genauso aussieht, wie sie es haben wollen. Ich mache das mit dem Contouring jetzt auch ein bisschen anders. Und zwar hat mir das meine Freundin gezeigt. Wir gehen von hier bis hier nach unten so. Das heißt, es ist irgendwie ungewohnt, dass man hier Contouring hinmacht, aber das soll wohl dein Gesicht schmaler wirken lassen, keine Ahnung. Und hier am Kinn versuchen wir das so spitz zu machen. Und dann gehen wir mit dem Produkt aber auch nochmal ganz leicht hier unter die Jawline. Ich verblende das Ganze nur gut, weil ich Angst habe, irgendwelche harten Kanten zu haben. Auf der anderen Seite natürlich auch. Ich sehe voll den Unterschied. Ich habe das Gefühl, ich sehe älter aus. Ich glaube, in der Kamera sieht man es nicht, aber ich sehe das gerade im Spiegel. Dadurch, dass ich hier so das Contouring eingesetzt habe. Alter, wenn ihr mal was Neues ausprobieren wollt, macht das. Das sieht funny aus. Kaffeepause. Warte, Leute, ich muss kurz nachschauen, wie viel Uhr wir überhaupt haben. Weil ich habe später auch eine Verabredung und bis dahin muss ich dann fertig sein. Aber ja, ich habe noch eine Stunde Zeit. Okidoki, jetzt machen wir weiter mit dem Contouring bei der Nase. Dafür nehme ich jetzt erstmal so einen dünnen Pinsel und ziehe mir hier so Linien entlang der Nase. Warte, ich zeige euch das gleich. Ich muss mich nur kurz konzentrieren und das am Spiegel machen. Hier seht ihr das. So habe ich sie runtergezogen, natürlich nur ganz leicht. Auf der anderen Seite mache ich das auch und das verblenden aber gleich. Diese Striche bleiben nicht, weil sonst würde es ja unnatürlich aussehen. Und der Vorteil bei so aschigen Produkten ist, weil in Deutschland findet man ja meistens Konturpaletten, die trotzdem relativ warm sind. Das sieht dann halt wirklich aus wie ein Schatten. Ich finde das so krass, es macht einen riesen Unterschied. Deswegen liebe ich koreanische Produkte so. Dann mache ich so einen Strich unter meiner Nase und rubbel meiner Nase so, dass hier halt in der Mitte frei bleibt und hell ist. Dann gehe ich mit so einem Fluffy-Pinsel nochmal in die Farbe rein und blende das hier rein. Damit meine Augen halt so aussehen, als würden sie tiefer sitzen. Weil Koreaner haben ja ein relativ flaches Gesicht, deswegen versuchen sie halt so Dimension reinzubauen. So, dann habe ich mein Puder. Da gehe ich kurz rein. Das ist jetzt kein koreanisches Produkt, Leute. Ich cheate kurz, weil ich muss das machen, weil ich habe eine relativ breite Nase, die ich nicht mag. Deswegen ist es ein Trick von mir. Ich nehme immer so Puder, das eine sehr hohe Deckkraft hat. Und dann ziehe ich mir hier an der Seite nochmal so Linien. Dann sieht sie nämlich dünner aus. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Erkennt ihr das? Wahrscheinlich nicht in der Kamera. Und dann nehmen wir nochmal das Contouring und gehen nochmal hier außen hin. In meinem Auge so leicht. Es ist so ungewohnt für mich, alles so leicht zu machen. Ne? Normalerweise mache ich das Contouring viel stärker. Ich verwende auch dunklere Farben. Also natürlich aus. Übrigens, Leute, Rebecca feiert heute ihren Geburtstag, weil wir feiern rein und wir schreiben die ganze Zeit so in die Gruppe, was wir machen könnten. Das ist voll lustig. Eigentlich wollten wir feiern gehen in einem Club, aber ich hatte absolut keinen Bock drauf. Deswegen machen wir jetzt einfach wahrscheinlich was Chilliges und feiern bei ihr. Aber ich freue mich voll drauf. Ich bin auch überlegen, ihr auch einen Kuchen zu backen. Aber hat gerade nichts mit dem Video eigentlich hier zu tun, deswegen sollte ich mal aufhören zu reden. Als nächstes machen wir die Augenbrauen und da werde ich dann diesen Stift... Hallo, Fukushima bitte. Ich habe so Probleme manchmal mit dieser Kamera. Das ist nicht mehr normal. Jetzt hier. Das ist auch ein koreanisches Produkt von Micha. Und wir nehmen dann diese Seite. Hier ist einfach so ein Stift drin. Das ist so ungewohnt für mich, aber die mögen es tatsächlich so gerade Augenbrauen zu haben. Deswegen werde ich hier vorne ein bisschen Produkte machen. Ich habe nur immer Angst, dass ich dann so aussehe, als hätte ich so, eine Ahnung, eine Augenbrauenphase. Und hier wäre so ein Box. Weil das passiert mir manchmal. Ich muss ja auch gleich wirklich rausgehen, ne? Leute, ich kann das nicht danach einfach wegmachen, weil ich habe keine Zeit dafür. So, jetzt haben wir hier vorne ein bisschen was gemacht und jetzt ziehen wir das hinten hier länger. Eher hier unten. Also ich versuche das gerade am Spiegel zu machen und dann zeige ich euch, wie sieht man das? Keine Ahnung. Ich bürste das Ganze noch, damit es natürlicher aussieht, weil ich habe hier vorne mal wieder ein bisschen verkackt. Mit dem Bürsten habe ich gerade was falsch gemacht. Hier vorne muss man nach oben kämmen und hier hinten nach unten. Aber das sieht bei mir immer so bescheuert aus, aber wir machen es jetzt trotzdem kurz. Wenn es mir nicht gefällt, dann ändere es halt einfach später wieder. Also hier vorne nach oben kämmen und hier hinten nach unten.
So sehen meine Augenbrauen aus. Oh mein Gott, sieht das komisch aus. Ah, ich mag das gar nicht. Nein, warte, wir haben Highlighter und sowas vergessen. Das Ding ist, Koreaner benutzen so wenige Puderprodukte. Also normalerweise verwende ich immer Liquid Highlighter und auch Liquid Blush, Liquid Bronzer, was auch immer. Aber Koreaner verwenden keine Liquid-Produkte und ich check das nicht, weil die haben immer so krasse Glas. Ich habe einen koreanischen Blush. Der ist relativ pinkfarbig, also so relativ kühl, weil das auch Korea gerade im Trend ist. Aber es tut mir leid, ich glaube, ich werde erstmal den Rare Beauty Highlighter verwenden. Ich weiß, es ist keine koreanische Marke, aber ich muss hier kurz cheaten, ja? Weil ich habe keinen koreanischen Highlighter. Ich weiß nicht mal, ob die Highlighter in Korea verwenden können. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Und das verblende ich jetzt kurz. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen, weil ich habe gerade ganz viele Puderprodukte drauf gemacht. Und normalerweise, wenn man über Puderprodukte Liquidprodukte drauf macht, wird das immer ganz komisch. Deswegen muss ich... Okay, den Highlighter habe ich gerade aufgetragen. Ich finde, das sieht so viel schöner aus, weil man jetzt so einen Glow auch sieht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich doch mal wieder ein Puder-Blush drauf machen sollte. Wir machen es einfach. Keine Ahnung. Der Pinsel ist viel zu fett und ich weiß nicht, wofür ich den verwendet habe, aber der wird jetzt einfach für diesen Blush hier verwendet. Und wir tragen das hier so an dem Bäckchen auf, weil in Amerika macht man es ja gerne mal hier so. Aber die machen es tatsächlich hier in die Mitte des Gesichts. Aber man sieht gar nichts perfekt. Wie gesagt, die Produkte sind halt richtig schlecht pigmentiert. Aber wie gesagt, die wollten machen das auch absichtlich, weil die es schön finden. So, man sieht gar nichts. Normalerweise machen die mehr Blush drauf, aber das kann ich gerade nicht machen, weil ich da bereits den Highlighter drauf gemacht habe. Sonst würde mein Gesicht super cakey aussehen. Es tut mir leid, Leute. Dieses Video wird, glaube ich, ein Fail. Aber wenigstens gebe ich mein Bestes und ich lerne wenigstens was davon, okay? Jetzt benutze ich die Wimpernzange. Aua, aua. Oh, ich hasse Wimpernzange. Aua, aua, aua. Nächste Seite. Au, 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 au. Aber ich benutze die auch immer falsch, weil Wimpernzange darf eigentlich nicht wehtun, oder? Weil bei mir tut sie jedes Mal weh, wenn ich sie verwende. Oh, ich habe schon wieder vergessen, Highlighter zu verwenden. Das ist auch kein koreanischer Highlighter, aber das ist ein Puder-Highlighter. Den muss ich auf meine Nase machen, damit die kleiner aussieht. Jetzt ist einfach... Ich weiß nicht, ob das Korean Make-up ist, ob die das machen, aber I don't care. Ich muss das machen, weil ich wirklich, wenn ich eine Sache an meinem Gesicht nicht mag, dann ist meine Nase. Und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, behauptet wahrscheinlich wieder die Hälfte der Welt, dass ich Pick-Me wäre, aber es ist halt einfach so, ich mag meine Nase nicht, lass mich in Ruhe. Muss ich die aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise schminken, weil sonst mag ich mein Make-up nicht. Also ich mache mal hier einen Punkt hin, dahin, dann in meine Augeninnenwinkel und dann noch unter meine Augenbrauen. Obwohl in Korea, glaube ich, macht man das nicht hier, weil man will das ja gar nicht liften. War jetzt ein Fehler. Egal. Kaffeepause. Sehen noch so crusty aus. Ich mache da kurz Lippenfederträge drauf. Und ich verwende kurz ein Fixing Spray, weil mein Gesicht sieht sonst richtig cakey aus. Das fängt nämlich an, sich alles abzusetzen. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Das ist auch nicht aus Korea. Ich habe kein Fixing Spray aus Korea, aber die sind bestimmt besser. Da. Einwirken lassen. Ich habe das übrigens von MAC verwendet. Boah, ich hatte kurz Angst, dass ich die ganze Zeit nicht gefilmt habe, aber ich habe weiter gefilmt. Es tut mir leid, eine koreanische Wimperntusche besitze ich auch nicht, deswegen verwende ich die jetzt einfach von Maybelline. Das ist voll das Fail-Video. Ich wollte unbedingt nur koreanische Produkte verwenden. Hab sogar in Korea extra darauf geachtet, dass ich das so mache, aber irgendwie habe ich trotzdem die Hälfte vergessen. Eigentlich habe ich einfach nur keinen Highlighter und keine Wimperntusche. Das ist noch in Ordnung, oder? Ich tusche kurz meine Wimpern, weil ich kann nicht reden und das machen. Okay, Leute. Ich werde auch gleich Eyeliner und Lidschatten und solches Zeug machen. Und falls ihr euch jetzt fragt, Dani, warum machst du aber zuerst die Wimperntusche drauf? Das ist voll komisch. Ich weiß, aber ich verschmiere immer, wenn ich Wimperntusche auftrage, so viel auf mein Augenlid. Und das muss ich dann wegmachen. Deswegen mache ich ihn einfach direkt zuerst die Wimperntusche und mache dann die Reste da weg. Meine Wimpern sind getuscht. Ich bin ganz ehrlich, von Lidschatten habe ich nicht so viel Ahnung. Deswegen skippen wir das einfach. Aber ich glaube, Koreaner finden Lidschatten tatsächlich immer sehr wichtig. Die machen das immer. Ich habe auch eine koreanische Lidschattenpalette. Ich habe eigentlich nur koreanische Lidschattenpaletten, fällt mir gerade auf. Aber ich weiß halt auch nicht, wie sie die anwenden. Ne? Ich weiß nur, dass die immer so eine Base macht, dann da ein bisschen Glitzer und dann außen noch ein bisschen unklare Sachen. Aber ich mag das an mir selbst nicht. Ich habe das früher immer getragen. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter mit Eyeliner. Alles, was ich euch zu Eyeliner sagen kann, ist, dass die den versuchen runterzuziehen. Ich konzentriere mich jetzt mal kurz und mache den und dann versuche ich es euch zu zeigen. Okay, ich weiß nicht genau, ob ihr das jetzt richtig seht. Und zwar ziehen die einen Eyeliner nach unten. Ja, also normalerweise macht man den ja nach oben, aber die ziehen ihn so nach unten und die lassen hier tatsächlich so eine Spalte frei. Ey, sorry Leute, ne, aber meine Eltern werfen mich die ganze Zeit. Ich habe das jetzt auf jeden Fall auf der Seite mitbekommen. Oh lol, das ging jetzt schnell. Hä, krass, das sieht sogar gut aus. Jetzt nehmen wir nochmal diesen Augenbrauenstift. Normalerweise verwenden die dafür mal Lidschatten, aber ich finde das einfach ein bisschen Augenbrauenstift. Und zwar ziehen wir hier unten auch nochmal so eine Linie, aber lassen da auch eine Lücke. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich zeige euch das gleich mal. Seht ihr das? Hier wird eine Linie gezogen, aber nicht direkt von hier, dem Winkel. Sorry, ich glaube, man checkt gar nicht, was ich meine. Vielleicht solltet ihr euch nochmal ein anderes Tutorial dazu anschauen. Nicht von mir. Das war zu viel. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich jetzt schon brauche, ne? Ich sitze hier seit 1,5 Stunden. Das kann doch nicht wahr sein. Es sieht nicht mal gut aus. Und dann versuchen wir, meine Lidfalte so länger zu ziehen. Ungefähr so. Okay, Leute, das sind jetzt meine Augen. Wie man sehen kann, ich habe hier einen Strich, da einen Strich und hier halt den Eyeliner. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Ah, ich habe vergessen. Mascara kommt auch auf die unteren Wimpern.
Aber das mache ich tatsächlich nur außen und nicht in die Mitte. Meine unteren Wimpern sind zu kurz. Ich weiß gar nicht, warum ich sie überhaupt versuche. Wir haben Lippen vergessen. Ich dachte, ich wäre jetzt fertig, Alter. Ich bin so verwirrt die ganze Zeit, weil ihr wisst nicht, wie oft ich schon abbrechen musste, weil meine Eltern mich genervt haben. Weil mein Vater wollte, dass ich einen neuen Handyvertrag mache und da musste ich ihm dann helfen. Beziehungsweise er hat mir geholfen. Es war ja mein Handyvertrag. Okay, bei den Lippen habe ich jetzt um ehrlich zu sein nicht so viel Ahnung. Aber was ich meinem Kurier gekauft habe, war dieser Lippenkonturset. Und auf der einen Seite ist so einfach ein Contouring-Stick. Und auf der anderen Seite ist halt ein Lip-Liner. Beziehungsweise es ist ein relativ fetter Lip-Liner. Vielleicht soll es auch ein Lippenstift sein, keine Ahnung. Wir verwenden auf jeden Fall erstmal diese Seite und umranden meine Lippen, damit die größer wirken. Und ich mag es tatsächlich gar nicht so gern, Lippenliner zu verwenden. Ich verwende dann lieber irgendwas Braunes, weil das sieht dann so aus, als wäre es ein Schatten. Dadurch wirken deine Lippen viel fetter. Ich zeige euch das gleich mal. Das muss nicht mal ordentlich sein. Das ist ja, wie gesagt, ein Schatten. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das Ding ist, diese Seite habe ich schon mal ausprobiert, aber die ist halt echt nicht schön, weil die viel zu hell ist für mich. Man sieht auch kaum was, ja. Hätte ich auch gleich lassen können. Egal, ich verwende trotzdem ein bisschen was davon. Ich besitze auf jeden Fall so ein koreanisches Lip-Tint und das machen wir jetzt genau hier hin. Wir machen das nicht über die ganzen Lippen. Machen hier so ein Dreieck und hier so ein Dreieck und dann verblenden wir das Ganze. Aber nur ganz leicht. So sehen die dann aus. Also so ein Ombre-Effekt hat das Ganze dann. Lipgloss habe ich leider auch nicht. Tut mir leid. Das machen wir jetzt aber tatsächlich nur hier oben und hier in die Mitte. Also gar nicht auf die ganzen Lippen. So, das sind die Lippen. Boah, sehen die hässlich aus. Da habe ich bestimmt irgendwas falsch gemacht. Okay, Leute, das war es jetzt tatsächlich auch schon mit meinem Make-up. Ich weiß nicht, ob man überhaupt einen großen Unterschied erkennt von meinem Make-up. Normalerweise ist es halt sehr viel natürlicher, als ich es normalerweise mache. Weil Koreaner benutzen zum Beispiel auch keine Fake-Lashes. Also das würde dann eher in die Douyin-Richtung gehen, also in chinesisches Make-up. Ich wollte eigentlich auch eine coole Frisur machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt einfach zu faul und ich muss auch los, weil ich habe nur noch 8 Minuten und ich möchte mich umziehen. Weil eigentlich wollte ich ins Gym gehen, ne? Deswegen habe ich jetzt Gym-Sachen an. Ich habe einfach an Gym-Sachen dieses Video gedreht. Auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, ich habe euch von Anfang an gesagt, ich kann das Ganze nicht. Ich habe das Ganze ausprobiert. Ich wollte mit diesem Video euch nicht zeigen, wie man Korean Make-up schminkt, sondern es einfach mit euch zusammen ausprobieren, ne? Also denkt nicht irgendwie, dass das ein gutes Tutorial wäre. Wenn ihr das selber nachschminken wollt, dann schaut euch lieber andere an. Ich würde mich aber super freuen, wenn ihr mir irgendwelche Vorschläge machen würdet, beziehungsweise Tipps geben würdet, wie ich es verbessern könnte, weil vielleicht habt ihr ja mehr Ahnung als ich, wahrscheinlich. Ansonsten würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich abonnieren würdet. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao!